zum Himmel einzugehen, denn verschlossen war das Tor, bis der Heiland trat hervor. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, kaum hat der Advent begonnen, gibt es schon einen Heiligen, der den Advent verdrängt. Es ist der heilige Franz Xaver, ein Missionar, von dem man sagt, er sei nach dem Apostel Paulus der nächste große Völkerapostel gewesen. Ein Jesuit aus einem Geschlecht, aus einem Adelsgeschlecht, hat er sich für den Priesterberuf entschieden und ist so voller Eifer gewesen, das Christentum zu verbreiten, dass er eben in der Osthälfte der Erdkugel überall praktisch das Christentum verbreiten wollte und es auch größtenteils getan hat. Franz Xaver, also ein Apostel Jesu Christi, ein Jesuit, zusammen mit dem Gründer der Jesuiten, nämlich dem heiligen Ignatius von Loyola, hat er die erste Generation der Jesuiten geprägt. Wir wollen ihm dankbar sein für seinen Eifer, das Christentum vielen, vielen Menschen zu bringen. Da hat er nichts gescheut, keine Strapazen und ist auch auf einer Reise, einer Missionsreise, dann letztendlich gestorben. Franz Xaver, einer der vielen, die Christus wirklich gekannt haben, nicht persönlich, sondern innerlich und ihm nachgefolgt sind, dann nicht nur innerlich, sondern wirklich auch mit Händen und Füßen das Reich Gottes in Jesus Christus zu verbreiten. Wir wenden uns an den Herrn und bitten ihn um das Erbarmen, dass wir diesen Eifer in der Mission oft so nur so nebenbei pflegen. Dabei sollte es ein großes Anliegen sein und mit Eifer verfolgt werden, dass wir Christus allen Menschen bringen. Christus, den Erlöser, und dass wir glaubende Menschen in alle Welt senden können, um Christus bekannt zu machen. Erbarme dich, Herr, unser Gott, erbarme dich. Erweise, Herr, uns deine Huld. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Amen. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Lasst uns beten. Gott, du Heil aller Menschen,
Du hast durch das Wirken des heiligen Franz Xaver vielen Völkern den Weg zu dir gewiesen. Wecke in deinen Gläubigen den Sinn für die missionarische Arbeit und schenke ihnen Eifer für die Ausbreitung des Glaubens, damit die Kirche überall auf der Welt erstarke und wachse. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther, Brüder und Schwestern. Wenn ich das Evangelium verkünde, kann ich mich deswegen nicht rühmen, denn ein Zwang liegt auf mir. Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. Wäre es mein freier Entschluss, so erhielte ich Lohn. Wenn es mir aber nicht freisteht, so ist es ein Auftrag, der mir anvertraut wurde. Was ist nun mein Lohn? Dass ich das Evangelium unentgeltlich verkünde und so auf mein Recht verzichte. Da ich also von niemandem abhängig war, habe ich mich für alle zum Sklaven gemacht, um möglichst viele zu gewinnen. Den Schwachen wurde ich ein Schwacher, um die Schwachen zu gewinnen. Allen bin ich alles geworden, um auf jeden Fall einige zu retten. Alles aber tue ich um das Evangeliums willen, um an seiner Verheißung teilzuhaben. Wort des lebendigen Gottes. Danke. Voll Erbarmen hört das Fliehen, Gott aus hohem Himmelsthron. Alle Menschen sollen sehen, Gottes Heil in seinem Sohn. Gottes Engel eilt Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. So spricht der Herr, geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit erschien Jesus den Elf und sprach zu ihnen: Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus der Herr dies zu ihnen gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten überall,
Der Herr stand ihnen bei und bekräftigte die Verkündigung durch die Zeichen, die er geschehen ließ. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Gläubige, im großen Glaubensbekenntnis, da wird das noch ausführlicher ausgedrückt, dass die Kirche eine missionarische Kirche ist. Ich glaube an die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Apostolische Kirche, das heißt, Apostel sind Gesandte Jesu Christi, Gesandte in die ganze Welt, wie wir es jetzt auch im Evangelium aus den Worten des Herrn gehört haben. Der auferstandene Jesus schickt also seine Jünger in die Welt. Er gibt ihnen dazu die Kraft des Heiligen Geistes, sodass sie es schaffen, allen Widerwärtigkeiten zum Trotz. Und sie werden es auch kräftig verkünden können mit Wundern begleitet. Die Wunder, wir suchen sie und finden sie vielleicht zu wenig. Vielleicht erwarten wir außergewöhnliche Wunder und übersehen die Wunder, die tagtäglich geschehen, wenn Menschen innerlich dazu gedrängt werden, Gutes zu tun oder umzukehren, wenn sie gedrängt werden, ein Leben, das Gott fremd ist, in die Nähe Gottes zu bringen. Kleine Wunder, die sich immer und immer wieder zeigen bei Menschen, die plötzlich anders werden, die eine innere Umwandlung haben, sind Wunder, die der Herr wirkt. Wir reduzieren das oft auf uns, als ob wir selber das schaffen würden. Aber es ist der Herr, der uns dazu verhilft, der uns die Kraft dazu gibt, oft über Dinge hinweg, über Hindernisse hinweg, das zu tun, was in seinem Sinn ist. Achten wir auf die kleinen Wunder auch in unserem eigenen Leben. Es gibt sie. Wir müssen nur auch darauf achten und nicht von einem Tag auf den anderen schon wieder vergessen. Kleine Wunder, und doch sind es Wunder, wenn Menschen sich aufmachen, innerlich aufmachen und auf einmal anders denken und auch anders leben. Es sind die Wunder des Herrn, die auch heutzutage geschehen. Nur sollten wir sie auch beachten und dankbar dafür sein. Christus, dem Boten der Liebe Gottes,
bei den Menschen, lasst uns in den Nöten der Welt beten. Wir beten für alle, die die frohe Botschaft zu den Menschen bringen, um Sensibilität und Überzeugungskraft aus dem eigenen Leben. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle, die in einer Urnensgemeinschaft leben, um die Treue zu ihrer Entscheidung in guten und in schwierigen Zeiten. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle, die Macht über andere Menschen haben, um Verantwortungsbewusstsein und Augenmaß. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle Menschen, die mit der Frage ringen, ob es Gott gibt, um Erfahrungen, die es ihnen ermöglichen, sich mit ganzem Herzen auf den Glauben einzulassen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für unsere Verstorbenen, um die ewige Seligkeit im Reich des Vaters. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Mit Familie Leimgruber bitten wir für verstorbene Schwiegermutter, Oma und Uroma Anna Peilberger zum Sterbeandenken. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Denn du bist voll Erbarmen mit den Massen, die wie Schafe ohne Hirten sich nicht zurechtfinden in der Not unserer Tage. Wir preisen dich als den Retter der Erde, jetzt und in Ewigkeit. Und als Mensch zu Menschenkindern kommt es eben Vaters Sohn. Licht und Heil bringt er den Sünder, Frieden von des Himmels Thron. Er, der jauchze, auf ihn wohne, bei dem Strahl der Neuen. Nun, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Gott, du Herr aller Völker, nimm die Gaben an, die wir dir am Gedenktag des heiligen Franz Xaver weihen. Er ist in die Länder des fernen Ostens gezogen, um vielen Menschen das Heil zu verkünden. Hilf, dass auch wir für das Evangelium Zeugnis ablegen und in der Gemeinschaft der Glaubenden zu dir gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und in den Heiligen deine Gnade zu rühmen. Inmitten der Kirche berufst du Menschen, sich Christus zu weihen und mit ganzer Hingabe das Himmelreich zu suchen. In ihnen offenbarst du deinen Ratschluss
uns Menschen die ursprüngliche Heiligkeit zu schenken und uns schon jetzt mit Freude an den Gütern der kommenden Welt zu erfüllen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen, und singen wir aus einem Mund das Lob deiner Herrlichkeit. Singt heilig, heilig, heilig ist unser Herr und Gott. Singt mit den Engeln, heilig bist du, Gott Zebaoth, im Himmel und auf Erden soll deine Herrlichkeit gelobt, gepriesen werden, jetzt und in Ewigkeit, jetzt und in Ewigkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden. Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi, Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln
und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Lasst uns beten, wie der Herr uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Zu seinen Aposteln hat Jesus gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Auch wir dürfen ihn bitten, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin dir nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Thank you.
Lasst uns beten. Gütiger Gott, das Opfer deines Sohnes entzünde in uns die Glut der Liebe, die den heiligen Franz Xaver ergriffen hat, sodass er sich für das Heil der Seelen verzehrte. Gib, dass auch wir unserer Berufung entsprechen und einst den Lohn erhalten, der den Arbeitern in deinem Weinberg verheißen ist. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Es segne euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche euch einen besinnlichen Tag im Hinblick auf das wunderbare Geschehen, das Gott mit uns immer wieder wiederholt, nämlich in seinem Kommen. Gerade jetzt ist er gekommen zu uns. Geht hin in Frieden.